Hey Diggis, willkommen zu einer Runde Bloons Tower Defense Battles. Ich habe mich einfach randomly dazu entschlossen, einfach nochmal ein bisschen was von anderem Spiel zu machen. Und wir spielen mit Bloons Tower Defense Battles. Falls ihr nicht wisst, was es ist ein Spiel. Man muss halt seine Sachen platzieren und seinen Gegner damit irgendwie umbringen. Okay. So, ich nehme das und das nehme ich eigentlich normalerweise immer, weil ich geil bin, nein. Das nehme ich normalerweise immer, ich nehme es normalerweise immer, hahaha. weil ich denke, das ist ziemlich gut. Wenn jetzt irgend so ein Typ kommt und sagt, Alter, das ist gar nicht gut. Ist mir egal. Denn wie man an meinem Rekord, an meinen Stats gesehen hat, ich habe schon lange das Spiel gespielt. Ich hab 1000 Battle Score. Das heißt, ich habe irgendwie, ich habe da, glaube ich, wie man da gesehen hat, habe ich, glaube ich, irgendwie 90 Mal oder so gewonnen und ungefähr 75 Mal verloren. Ich weiß nicht mehr genau, und Alter, der Typ lebt irgendwie, habe ich das Gefühl. Boah, Alter. Ja, wenn man hier auf die Sekunden schaut. So. Sorry. Was ich normalerweise mache, ich hole mir so ein Ding, dann sende ich ein paar Ballons, dann nehme ich noch so ein Ding oder so ein. Und so bis zur Runde 12 hole ich mir so ein. Ja. Für die überhaupt keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert. Ich werde einen Kanal in der Beschreibung verlinken. Einen englischen Kanal. Der macht auch Videos von diesem Spiel. Also auf Englisch. Aber halt nur Videos von diesem, also Videos von nur diesem Spiel. Also ja, wenn ihr gucken wollt, das verlinke ich halt in der Beschreibung. Natürlich sprachlos. Hab nichts zu sagen. Ich mache da gerade Mist, denn blaue wäre jetzt das Sinnloseste, was er mir senden könnte. Naja. Ich würde eher Probleme haben mit roten. Naja. Ja, und sage ich jetzt erstmal zum vierten Mal oder so. Für die nicht wissen, was das Spiel ist, googelt es, denn ich habe keinen Bock, das zu erklären. Sorry. Googelt es einfach oder so. Guckt auf YouTube, was das Spiel bedeutet, was das Spiel ist. Ich hab keinen Bock, das zu erklären, sorry. Tut mir leid. Es ist einfach so ein Spiel, da haben wir viel. Würde ich mal so jetzt stehen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Alter, ich hab so viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Alter, ich kann ihn einfach nirgendwo so wirklich effizient hinstellen. Ich will so. Naja. Ich plane nämlich, mir dieses Upgrade zu holen. Ihr seht schon, was dann passiert. Und hoffentlich geht es jetzt nicht allzu lang. Denn manche Matches gehen hier schon mega lang eigentlich. Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Oh, eigentlich bin ich da. Naja, ich muss jetzt auf First machen. Oh, man, okay. Egal, das ist eigentlich mega scheiße. Das ist so langweilig. Nochmal, by the way, ich gerade einfach eine Taste auf meiner Tastatur. Denn sobald ich das Geld habe, kriege ich das Upgrade instantly, weil ich die Taste spamme. Oh, danke. So. Jetzt, man sieht's. Er schießt jetzt mega schnell. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was er jetzt macht. Er schießt einfach mega schnell. Ah, das mag vielleicht nämlich so mega schnell aussehen, aber wenn man sich anguckt, wie schnell Sekunden hier gehen, also ist ungefähr anderthalb Sekunden sind hier eine Sekunde. Der schießt eigentlich schneller. Muss ich ehrlich sagen. So. Jetzt schießt er gleich. Ja, jetzt schießt er gleich noch einen Tucken schneller, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich. Oh,
nicht. Warum nicht? Also bisher hat doch keiner von uns Leben verloren. Also die meisten Spieler, habe ich das Gefühl, auf dieser Plattform sind eigentlich Englisch. Ich habe eigentlich ziemlich wenige die auf YouTube gesehen, die es auf Deutsch machen. Ich schreibe jetzt mal. Ein bisschen anzugehen. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt von dem, was ich mache. Ich mache einfach nur meine simple Strategie. Langweilig. Ich weiß, es ist ziemlich langweilig. Es ist einfach so langweilig, wenn es langsam ist. Dadurch ist einfach. Nein. Es ist einfach so langsam, deswegen ist es mega langweilig. Wahrscheinlich, ich hab den gerade null Ahnung von dem, was ich mache. Aber egal. Sorry, dass ich das einfach nicht. Dass ich das jetzt nicht erkläre. Also normalerweise, wenn ich das Spiel spiele, rede ich auch auf Englisch. Weil ich es gewohnt bin. Ich bin es eigentlich ziemlich gewohnt. Einfach bei dem Spiel durchgehend Englisch zu labern, weil ich das halt auch von diesem englischen YouTuber gucke, den ich in der Beschreibung verlinken werde. Das ist einfach. Das ist einfach der Fact. Anspielung, Minecraft Facts. Aha, nein. Eigentlich, ich sehe gerade eine ziemlich große Schwäche in seinem Verteidigungsloadout. Und zwar getarnte Eisenbahns. Wahrscheinlich hat er von dem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt keine Ahnung, aber ja, getarnte Eisenbahns, schnell erklärt. Das sind ja Ballons aus Eisen, die getarnt sind, das heißt nicht jeder von den Affen oder was auch immer hier sehen kann. Was mache ich eigentlich? Ich bin das Kind. Weiß ich nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Ja, wir schon 8 Minuten auf, wo es hier nur 3 Minuten sind. Alter, das dauert so langsam. Mann, das geht so langsam. Komm. Oh, das dauert so lange. Das geht so langsam. Ey. Ich kann kein Deutsch reden. Das dauert so langsam. Läuft man nicht. Ich kann kein Deutsch reden. Ah, ne, hol ich nicht. Das hole ich mir lieber nicht. Alter. Damit ich ja total geliefert. Aber ja, weißt du, was ich mache? Ich warte einfach, bis ich das gelingt. Ich vertraue mich, ich gehe kein Risiko ein. So, für die. Jetzt kann man hier Eisenbahns. Ich sehe halt einfach, um zu demonstrieren. Ja, das Moment. Das sind die sogenannten Eisenbahns. Die können halt nur Sachen zerstören. Also, die Eisenbahns. Das können nur Sachen. Ich kann heute nicht reden, sorry. Halt Sachen, man merkt es ja, dieser Ninja-Typ hier, der schießt mit seinen scharfen Schuriken auf diese Eisenballons. Und wie man sich wahrscheinlich schon denkt, scharfe Sachen können die Eisenballons halt nicht zerstören. Nur Explosion. Und es gibt da so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel bei Upgrades, zum Beispiel bei dem, der kann nämlich die Eisenballons zerstören wegen einem Upgrade. Und in diesem Feld hier. Das ist halt eigentlich so, wie ich das normal immer mache. Natürlich nicht immer auf dieser Map. Natürlich nicht auf anderen Maps. Aber eigentlich, ja, ist mein Loadout
und der können, also der kann keine genaue Liste erkennen, weil er kein Upgrade hat, was ihn ein bisschen beruhigt. Und Alter, ich müsste das, glaube ich, gleich beenden. Weißt du was? YOLO! Hoffentlich stirbt er daran, sonst wäre es sehr dumm, wenn er nicht daran stirbt. Oh, das sieht gut aus eigentlich. Das sieht gut aus. Ich hoffe wirklich, dass das gut wird. Wäre mega dumm, wenn nicht denn. Oh, er hat was gekauft. Ich würde mal sagen, GG. Tot. Seine Leben sind weg. Victory. Yeah. Ja, das war jetzt ein Kampf. Deswegen heißt es ja auch Bloons Tower Defense Battles, Kämpfe. Also halt Spieler gegen Spieler. Und ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und bye.